need to get home. I need to get home. Hallo? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute steht die epische Challenge an. Ich nehme das direkt nacheinander auf. Erst kommt für euch die normale Challenge, dann die epische Challenge. Wir fragen ihn jetzt an. Gerade eben haben wir auch schon gegen gespielt, haben gerade gewonnen. Aber jetzt spielen wir wirklich nur mit epischen. Ich hoffe, er verteilt uns und nimmt nochmal an. Bitte. Imp wie zu einem, bitte. Tun wir das nicht an. Danke. Okay, Leute. Yay. Okay. Let's go. Wir schreiben erstmal. Viel Glück. Und Leute, ihr werdet gar nicht glauben, das Deck, was ich gerade erstellt habe für die Common Challenge, die hat so gefruchtet. Ich habe einfach gegen einen gewonnen, einfach 100 Pokale höher, weil ich habe einfach gleich plus 40 Instant gemacht. Wir spielen hier mit der Prince-Combo. Achtung. Achtung. Noch nicht. Jetzt ist es Zeit für die Prince-Combo. So, jawollo. Genau, Leute, so will ich das sehen hier. Okay, Leute, ich check's einfach, wie man spielt, ey. Bisschen selbstverliebt, aber, Leute, einfach mit einem Push weggeholt, ne? Gegönnt. Oh, ja. Yeah. Na gut. Er ist auch. Er ist. Ja, gut. Er ist eigentlich nicht schlecht. Ja, okay. So muss jetzt. Muss jetzt einfach mal so kontern. Hier darf er sich ein bisschen rumärgern. Mit den Hexen. Ist aber keine wirkliche Lufttruppe, ne? Ne. Habe ich nicht. Boah. Oh. Oh, geil. Da hat er mich weggenatzt, ey. Aber wir haben immer noch unseren Push am Start. Wir geben noch mal kurz eine kleine Eskorte. Okay. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf hier. Ja, die Hexe überlebt. Wir warten kurz, wir warten kurz. Das ist alles Taktik jetzt, Leute, ne? Müssen wir mal aufpassen. Episch, so. So. Alter, was? Die werden jetzt ordentlich herkloppen, ne? Ja, Ratte vorbei, Leute. Ratte vorbei. Oh, wow. Oh, er wird das verlieren. Ich denke mal, er wird es verlieren. Ich predikte es einfach jetzt mal. Oh, wobei, es könnte ziemlich knorke werden nochmal. Ziemlich interessant. Wir sparen nochmal kurz. Jawohl! Zur rechten Zeit gefreest und wir gewinnen 3-0. 3-1, okay, 3-1. Super Spiel, Alter. Super Spiel. Freut mich. Freut mich richtig, richtig, richtig heavy. Aber jetzt kurz zu meiner Deck, zu meinem Deck, was ich mir gerade random erstellt habe. Kommen wir sofort. So, Leute, das war das Deck, was ich mir in der Common Challenge erstellt habe. Und das war der Kampf, den ich gespielt habe, den ich, ups, nicht 3-0 hier, den ich 2-1 gewonnen habe. Gegen einfach einen, der so viele Pokale über mir war. Es war so krass und lustig, dass ich das gewonnen habe. Ich habe es echt gefeiert. Hier fehlt halt noch eine proportionale Kanone und ein Feuerball auf jeden Fall. Ja, wobei, man kann Pfeile oder Feuerball, das ist halt die Frage. Es ist halt jetzt schon relativ teuer, aber eine Kanone ist einfach Pflicht, würde ich sagen. Moment mal. Und wir brauchen auch was. Ja, Tower ist eigentlich gut vertreten. Wir brauchen halt einfach nur eine Kanone. Die Frage ist halt immer nur, was tun wir raus dafür? Ich kann halt da nichts deffen. Das ist das Problem. Ich werde jetzt hier mit euch die Entscheidung treffen. Ich tue die Kanone rein. Aber was tun wir dafür raus?
Bogenschützen sind relativ hilfreich. Ich glaube, ich tue sogar die Kobolde raus. So, das ist jetzt mein aktuelles Deck. Das war mein aktuelles Deck vor ein paar Tagen noch. Das ist auch gut. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Aber dann sage ich so wie immer, hat euch gefallen, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein und tschö mit Ö.